Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2. Im letzten Part haben wir die Story des Spiels abgeschlossen, indem wir König Buu besiegt haben. Und in diesem Part möchte ich ein letztes Mal alleine im Wirrwarrturm spielen und euch dann auch endlich die wichtigen Informationen geben, wie, wann, wo, warum und überhaupt ihr mit mir gemeinsam hier in diesem Modus spielen könnt. Aber ich möchte auch gleichzeitig einen neuen Modus euch noch präsentieren, den letzten, der uns quasi noch fehlt von den ganzen neuen Sachen, die man hier anstellen kann im Wirrwarrturm. Und zwar, ja, Spieler stellen. Und zwar ist das, hier ist das, der Endlosmodus. Und zwar beim Endlosmodus, endlosen Wirrwarrturm erklettern, das Spiel wird immer schwieriger. Genau, also man startet halt bei 1, wer hätte es gedacht, klettert immer höher und es wird schwieriger, je weiter man kommt. Und es ist halt an sich endlos. Also ich glaube, vielleicht ist bei 99 dann Schluss oder sowas, das weiß ich nicht sicher. Aber auf jeden Fall, es geht sehr, sehr weit. Und das alleine ganz durchzuschaffen ist auch völlig unmöglich. Oder halt bis 99, falls es Maximum sein sollte. Also irgendwann möchte ich auf jeden Fall dann auch abkratzen. Und wie schaltet man diesen Modus frei? Ihr könnt sehen, dass ich beim Tempo-Modus und beim Pincher-Modus das noch nicht freigespielt habe. Da kann ich bei der Etagenanzahl nicht weiter nach rechts gehen. Man schaltet das nämlich dann frei, wenn man einen Modus bis zur 25. Etage geschafft hat. Ihr könnt sehen, meine Bestzeit für Jäger 25 normal ist auf dem Touchscreen 52 Minuten und 53 Sekunden. Das heißt also, wenn ihr auch im Jägermodus, im endlosen Modus spielen wollt, dann müsst ihr im Jägermodus die 25 Etagen schaffen, egal aber auf welchem Schwierigkeitsgrad. Aber ich würde normal empfehlen, weil es immer am einfachsten ist. Wenn ihr den Tempomodus endlos spielen wollt, dann müsst ihr die 25 Etagen schaffen, auch egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, und selbiges gilt auch für den Pincher-Modus. Also den jeweiligen Modus mit 25 Etagen schaffen, egal welcher Schwierigkeitsgrad, dann schaltet ihr nur für den jeweiligen Modus aber eben den endlosen Modus frei. Und den möchte ich euch jetzt kurz noch zeigen. Ich werde auch hier wieder diesmal alleine spielen. Ja, und ich würde sagen, in der ersten Etage rede ich noch über den Modus selber und was sich jetzt hier so verändert hat vielleicht. Und danach kann ich euch dann, mal damit anfangen zu bereden, wie das denn alles so ablaufen wird. Ist nämlich ein bisschen was, was ich dazu erzählen habe, weil ich will alles, dass ganz klar strukturiert ist. Alles, wie es dann abläuft, dass es kein Chaos wird oder so. Sehen wir dann schon. Okay, Jägermodus Etage 1. Wir haben auch wieder 5 Minuten, also ansonsten ist noch alles gleich. Aber der Schwierigkeitsgrad jetzt am Anfang ist eben... Ach, halt, da war ja schon ein Gegner. Der Schwierigkeitsgrad jetzt hier am Anfang ist halt wirklich noch sehr, sehr leicht. Also wir werden jetzt wahrscheinlich nur grüne Geister treffen, so ungefähr. Ah ne, ist sogar einer von den Schleichern auch schon dabei, der mich sogar schon fast getroffen hätte. Okay. Dann könnte das Ganze doch trickierer werden, als ich dachte, muss ich zugeben. Weil ich dachte eigentlich, dass am Anfang wirklich nur grüne kommen und dann irgendwie erst ab der, weiß nicht, dritten, vierten Etage oder sowas es dann ein bisschen schwieriger wird. Aber wenn es am Anfang schon ein Schleicher vorkommt, dann könnte das ja doch eventuell ein bisschen tricky werden. Müssen wir noch gucken. Auf jeden Fall, hier irgendwo ist ein Schlüssel, den ich ganz gerne finden wollen würde. Übrigens noch ein kleiner Tipp, wenn ihr dann auch mit mir gemeinsam spielen wollt. Ich würde euch empfehlen, dass ihr vielleicht vorher nochmal auch ein, zwei Runden selber im Wirrwarrturm spielt. Vielleicht auch nur mit 5 Etagen oder sowas, dass ihr halt einfach nochmal ein bisschen reinkommt, falls ihr jetzt Luigi's Mansion 2 schon länger nicht mehr gespielt haben solltet. Dass ihr da ein bisschen Übung habt, denn es wird nicht ganz so einfach werden. Also wir werden auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad gemeinsam spielen, das kann ich euch schon mal versprechen. Aber wir sind ja auch zu viert, deswegen sollte es dann schon irgendwie machbar sein. Und wo zum Henker ist eigentlich der fucking Schlüssel? Ich finde ihn einfach nicht. Ich gehe durch den ganzen Raum durch. Ich habe jetzt nicht gefunden, what the fuck. Ich lasse ihn erstmal aus, weil oftmals braucht man auch die Schlüssel. Gar nicht hier zum Beispiel, ich brauche den Schlüssel gar nicht. Weil in diesen Raum da links komme ich auch so rein. Es wäre zwar trotzdem sinnvoll... Ach nee, hier ist sogar nochmal einer da. Okay, das ist ja sehr interessant. Es wäre trotzdem zwar schon einigermaßen sinnvoll, wenn ich diese verschlossene Tür da rechts auch öffnen würde. Ich mache es jetzt aber mal nicht, weil ich den anderen Schlüssel dann nochmal für was anderes verwenden wollen würde. Aber wie gesagt, es wäre schon sinnvoll für die rote Münzenjagd halt am Ende. Weil da will ich natürlich eigentlich schon immer alle rote Münzen bekommen. Das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn ich dann zu allen Räumen und zu allen Durchgängen Zugang habe. Und wenn dann welche verschlossen sind und ich dann deswegen außenrum gehen muss, dann ist es natürlich ein Nachteil in der Hinsicht. Deswegen hat es schon auf jeden Fall Vorteile, wenn ich jetzt den anderen Schlüssel auch noch finden würde, aber ich bin gerade zu faul und ich habe ihn ja nicht gefunden, ich war zu dumm, einfach. Und deswegen gebe ich meinen einzigen Schlüssel lieber daher für diese Tür, weil hier brauche ich ihn zwingend, um hier weiterkommen zu können und dann hier um die letzten paar Geister einsaugen zu können. Okay. So, was sind das denn da? Da wackelt's. So, Hallöchen. Okay, sind aber diesmal wieder nur... Ne, halt, ein roter sogar auch schon. Was? Okay, ja, das könnte dann echt noch sehr tricky werden sogar. Habe ich so das Gefühl. Sehen wir ja dann noch. So, jetzt am besten alle drei gleichzeitig einsaugen. Nein, das war ein Fehler. Ich werd nicht getroffen. Das war Glück. So, jetzt aber. Sehr schön. Alle drei und herkommen. Yeah! Yeah! Luigi sagt es auch nochmal. Sehr schön. Etage 1 geschafft. Ich stelle mich mal in die Mitte, dass ich da eine gute Ausgangsposition habe für die rote Münze. Ja, jetzt hoffentlich nicht da links wäre. Hier, das wäre schlecht.
Ja, seht ihr? Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich eben jetzt das Problem habe mit der einen verschlossenen Tür. Wenn es nicht wäre, hätte ich sofort von Anfang an nach links gehen können und dann halt so oben rum. Dann hätte es ziemlich sicher klappen können, aber so wird es jetzt sehr eng. Es kann trotzdem noch hinhauen, aber es wird sehr, sehr eng werden. Ja, obwohl, doch, das schaffen wir noch, Doch, weil hier bin ich jetzt durch schon und her damit. Okay, geschafft. Yay! Sehr schön, wunderbar. Okay, wir schauen mal nochmal kurz, was wir jetzt für ein Upgrade gleich kriegen. Und dann werde ich endlich mal, ich habe es jetzt schon so oft angekündigt, damit anfangen, euch zu erzählen, wie das jetzt alles ablaufen wird. Ich krieg die Düsterbrille hin. Ah ja, okay. So, erstmal das Allerwichtigste vorneweg. Ich werde mit euch gemeinsam kämpfen schon morgen. Also heute ist ja der 13. November für euch und morgen ist dann der 14. November. Ist alles ein bisschen, ist gut. Das ist sehr, sehr eng alles. Ich weiß, weil das einfach schon am nächsten Tag ist. Aber das, ich muss es leider so machen, weil ich wollte auf jeden Fall am Wochenende das machen, weil vielleicht unter der Woche nicht alle von euch Zeit haben, weil sie da Schule haben oder Arbeit oder sonst irgendwas. Ist bei mir ja auch so. Ich habe unter der Woche auch nicht so viel Zeit. Und am Sonntag geht es leider nicht, weil da habe ich auch nicht so viel Zeit dafür. Deswegen musste ich das am Samstag machen. Also ich halt morgen schon. Das ging leider nicht anders. Tut mir leid. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass es das so kurzfristig ist. Aber wird, denke ich mal, schon so irgendwie passen. Und die genauen Zeiten, wann ich aufnehmen werde, das ist ein bisschen komplizierter. Das werde ich euch gleich noch erzählen. Auf jeden Fall erstmal auch das Wichtigste, eure Freundescodes. Die brauche ich natürlich auch noch. Von vieren von euch habe ich schon den Freundescode, weil ich nämlich in einem anderen Part auch schon mal euch darum gebeten habe, mir eure Freundescodes zu geben. Und da habe ich jetzt eben schon von... das ist ein Fehler. Da habe ich jetzt eben schon von vier Leuten von euch die Freundescodes. Sprich, diejenigen müssen mir ihre Freundescodes nicht mehr schreiben, weil ich die halt eben schon habe. Ne, macht irgendwie Sinn. Ich will nochmal kurz gleich sagen... Scheiße. Ich will mal kurz gleich sagen, wer das alles ist. Es wird übrigens wieder ein großes Chaos, der Part. Weil ich gleichzeitig spielen muss und auf meinen schlauen Zettel neben mir gucken muss. Das wird wieder sehr interessant werden. Und zwar, ich habe schon von dem Freundescode von Simon Gasser, Typman, Berg Eidogan und Laurento. Und wie gesagt, von euch habe ich den schon, aber ihr könnt mir gerne trotzdem bitte noch schreiben, ob ihr morgen am Samstag, den 14. November, überhaupt Zeit habt. Denn wenn ihr da keine Zeit habt, wenn ihr da irgendwas vorhabt, dann tut mir das leid. Aber dann weiß ich halt da schon, dass ich dann euren Freundescode gleich mal streichen kann, weil ihr dann da eben nicht mitmachen könnt, leider. Wie gesagt, es ist leider so, dass ich das so kurzfristig machen muss. Es war leider nicht zu vermeiden. Tut mir leid nochmal. Okay, aber ansonsten alle anderen, außer die vier, die ich gerade genannt habe, dürfen mir gerne ihren Freundescode jetzt hier in die Kommentare schreiben und ich werde ihn dann registrieren bei mir und ihr dürft auch gerne oder müsst sogar meinen registrieren. Mein Freundescode, den weiß ich nicht auswendig, aber den packe ich euch jetzt mal an den Bildschirm hin. Den müsst ihr dann einfach bei euch eintippen. Nochmal für diejenigen, die das nicht wissen, ihr macht euren 3DS an und dann erscheinen auf dem Touchscreen ja oben so ein paar Symbole. Und, ich habe schon eine direkt eingesammelt, wow. Und da ist dann auch ein so orangener Smiley und auf den müsst ihr draufklicken, dann kommt ihr zu der Freundesliste und da könnt ihr dann meinen Freundescode eintragen und ich muss dann euren eintragen, dann sind wir befreundet auf dem 3DS, ganz in der Ecke natürlich. Und dann können wir da eben auch gemeinsam spielen bei solchen, Online-Partien. Es ist auf jeden Fall das Wichtigste. Na komm, okay, sehr schön. Also ich denke mal, also vier habe ich ja schon, wie gesagt, vielleicht kann's, ist es so, dass einer von diesen vieren keine Zeit hat am Samstag oder so und dann kommen vielleicht noch, weiß ich nicht, auch drei, vier oder so dazu. Ich denke mal so sechs, sieben Leute oder sowas werden da vielleicht dann mitmachen, muss ich mal noch gucken. Je nachdem, wie viele von euch da auch Lust haben. So, wir kriegen ein neues Upgrade, yay, sehr schön. Okay, aber ich werde gleich noch viel mehr dazu erzählen, also ich werde jetzt sehr, sehr viel erzählen immer während den ganzen Etagen, weil ich habe auch viel zu erzählen. So, ich muss mal wieder auf meine Liste gucken, genau. Was wir für einen Modus spielen werden, auch ganz wichtig. Und zwar werden wir im Jägermodus spielen, weil das auch irgendwie der beste ist, weil Tempomodus ist Käse und Pinschermodus ist zwar ganz cool, aber Jägermodus ist schon eigentlich irgendwie so der coolste, finde ich. Und da haben ja auch die meisten von euch zugestimmt. Also den Tempomodus mögen, glaube ich, auch viele von euch nicht, was ich auch verstehen kann. Ach komm schon. Und deswegen spielen wir da auf jeden Fall den Jägermodus. Wir werden aber nicht den endlosen Modus spielen. Das würde sich da sogar so irgendwie einigermaßen anbieten. Problem ist aber, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist, falls jemand von euch noch nicht den... Was war das denn jetzt? Falls jemand von euch noch nicht den endlosen Modus überhaupt freigespielt hat, ob der dann da überhaupt dem mitspielen kann oder ob das dann verboten wird, dass der dann joinen darf oder sowas, bin ich mir nicht ganz sicher. Und das wollte ich vermeiden und deswegen spielen wir einfach 10 Etagen. 5 wäre ein bisschen zu wenig und 25 ist aber zu lang. Ihr habt gesehen, ich habe bei meinem Run für 25 Etagen 50 Minuten gebraucht und ich will das ja eigentlich schon in einen Part packen. Und ein 50-Minuten-Part ist dann vielleicht doch da ein bisschen zu viel. Deswegen spielen wir 10 Etagen. Das ist auf jeden Fall mehr als genug und eigentlich die perfekte Länge, wie ich finde. Also Jägermodus, 10 Etagen. Und Schwierigkeitsgrad wird
wird extrem sein, sprich der höchste. Es gibt ja mittel, schwer und extrem oder so. Und extrem ist auf jeden Fall, also wir werden auf jeden Fall im höchsten Spiel, vielleicht heißt er auch nicht extrem, weil ich glaube schon, dass der sich extrem nennt. In dem werden wir spielen, das könnte ein bisschen tricky werden, aber wir sind ja auch zu viert und zu viert hat man viel mehr Chancen. Deswegen dürften wir das schon hinbekommen. Aber wie gesagt, übt am besten nochmal vorher ein, zwei Runden im Wirrwarrturm, dass ihr zumindest wieder ein bisschen reinkommt, was hier so alles abgeht. So, mir fehlt noch ein Schlüssel irgendwie und da nach rechts muss ich auch noch kommen. Werde ich gleich noch irgendwie hinkriegen. So, habe ich das auch erzählt. Und was ich auch noch erzählen will, genau, wie jetzt in den nächsten Tagen, was in den nächsten Tagen noch so alles ansonsten für Videos kommen werden. Und übrigens die genauen Zeit, also wann genau ich morgen aufnehmen werde, das werde ich euch jetzt gleich noch erzählen. Aber erstmal noch, was jetzt in den nächsten Tagen noch so alles passieren wird. Heute ist ja für euch Freitag, ne? Genau. Und übrigens, für mich ist auch Freitag. Ich nehme das gerade am Vormittag am Freitag auf, nur so zur Info, weil ich nämlich die Nintendo Direct abgewartet habe, ob irgendwelche Updates kommen oder sowas. Und es kommen auch Updates zu Splatoon nämlich. Deswegen wird nämlich morgen Abend dann erstmal wieder Luigi's Mansion 2 ersetzt durch einen Splatoon-Part, wo ich euch dann eine neue Map zeigen werde. Und übermorgen, sprich am Sonntag, da kommt dann der letzte normale Luigi's Mansion 2 Part, wo wir dann noch die letzte Bonusmission spielen werden vom Trugschloss und wo ich euch dann noch die 100% zeigen werde vom Geistergehege bei meinem anderen Spielstand. Und am Montag, da wird dann der erste Part hochgeladen, wo ich dann eben gegen euch im Wirrwarrturm gespielt habe. Also morgen werde ich die aufnehmen, die Parts, je nachdem wie viele das sein werden, je nachdem wie viele von euch da dabei sein werden, also einer, zwei oder drei oder sowas vielleicht. Und die werden dann eben ab Montag und dann eben bis Dienstag oder Mittwoch oder sowas hochgeladen. Und dann halt ab Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem wann dann Luigi's Mansion 2 vorbei ist, wird dann auch wieder ein neues Projekt starten, ne? Gut, also morgen Abend kommt dann nochmal Splatoon, übermorgen nochmal Luigi's Mansion 2, ein letztes Mal offline und dann ab Montag noch halt zwei, drei Parts oder so, je nachdem wie viele von euch da Lust haben mitzumachen, kommen dann eben noch die Online-Parts im Wirrwarrturm mit und gegen euch oder eigentlich eher mit euch. Wir spielen ja nicht gegeneinander, sondern miteinander, genau. So, dann hätte ich jetzt, glaube ich, das erstmal alles gesagt und jetzt kommt aber dann auch schon das Komplizierteste, was ich noch zu sagen habe. Ja, ist alles sehr kompliziert. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum genauen Ablauf, wenn ihr nicht irgendwas versteht, was ich gesagt habe, ich mich zu undeutlich ausgerückt habe, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Was ihr jetzt nicht verstanden habt, dann werde ich euch das natürlich noch versuchen zu erklären und mich nochmal genauer auszudrücken dann vielleicht. Hilfe. Ja, schön, okay. Und zwar zu den genauen Zeiten, wann ich aufnehmen werde. Warte mal, ich glaube, hier da links müsste auch noch so ein Schleimtypi sein. Ich will die wieder beide gleichzeitig einsaugen. Ja genau, hier ist auch wieder einer. Dann komm mal her, Grüner, bitte. Ich möchte gerne euch beide gleichzeitig einsaugen. Sehr schön. Und ja, jetzt habe ich aber die Bombe erwischt. Nein, das könnte jetzt ein Problem werden. Das könnte ein Problem werden. Hilfe, ich wurde getroffen. Aber passt schon. So, auf jeden Fall. Wann werde ich immer aufnehmen? Zu welchen Zeiten? Und zwar, um 14 Uhr werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Und wahrscheinlich auch noch um 15 Uhr. Und dann vielleicht auch noch um 16 Uhr und dann vielleicht sogar auch noch um 17 Uhr, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also, um es konkret zu sagen, ich werde immer zu den vollen Stunden aufnehmen, angefangen mit 14 Uhr bis spätestens 17 Uhr. Also es wird maximal 4 Runden geben, wo ich mit euch gemeinsam spielen werde, aber mehr als 12 Leute werden sich sowieso... Ah, warte mal, da war noch ein Schlüssel. Mehr als 12 Leute werden sich aber sowieso nicht finden, bin ich mir relativ sicher, wenn ich mir so im ersten Part angeguckt habe, wie viele von euch da Interesse gezeigt haben. Also das werden wir überbieten halt. Deswegen, ich werde wahrscheinlich um 14 Uhr und um 15 Uhr und dann vielleicht noch um 16 Uhr aufnehmen, je nachdem, wie viele von euch da eben Lust haben. So, und damit ihr auch genau wisst, wann ich jetzt eben, also zu welchen Zeiten ganz genau ich dann aufnehmen werde, habe ich dann noch eine kleine Regelung da erstellt, die ich euch jetzt gleich noch sagen werde, aber erst wenn die Etage vorbei ist, weil das mir gerade viel zu kompliziert ist, das euch zu sagen, weil ich mich jetzt erstmal um die Geister kümmern muss und danach werde ich euch dann gleich erzählen, was ich jetzt genau damit meine. Also kommt gleich noch. Zuerst mal am besten wieder zwei einsaugen, genau. Ja, kommen, sehr schön. Und die Goldbahn, das ist wieder einer, glaube ich, durch die Wand geglitscht, aber naja. So. Hier kommt auch noch her. Und sterbt. Yay. Und ein Herz bekommen auch, okay. Brauche ich auch. Wo ist denn der Kürbis? Da. Zack. So, noch ein Herz. Ich will auf jeden Fall wieder volle Herzen haben. Das wäre nicht schlecht, weil vor allem später werden halt die Etagen echt noch ziemlich, ziemlich tricky. Und da bin ich mal gespannt, wie ich mich dann da noch so anstellen werde. Also ich weiß auch gar nicht genau, vielleicht werde ich sogar dann auch irgendwann den Endlosmodus abbrechen, weil das dann zu lange dauern würde, weil so lange will ich jetzt den Part auch nicht machen. Ich wollte halt nur mal kurz zeigen, wie der Endlosmodus so abläuft. Also es wird halt kein Ende geben. Also alle 5 Etagen, das bleibt übrigens noch gleich. Ach du Scheiße. Alle 5 Etagen wird es immer noch, wie gewohnt, einen Bosskampf geben. Aber habe ich euch den eigentlich, den habe ich euch noch nie gezeigt, sogar den Bosskampf, ne? Stimmt, dann können wir jetzt das zum ersten Mal sehen. Also an sich gibt es ja immer in der allerletzten Etage auf dem Dach den Bosskampf gegen dieses Supergehirn da. Gegen diesen
einen ganz, ganz tollen Geister, der so komische, eine komische Stimme hat. Der fällt halt hier weg. Also im endlosen Modus gibt es diesen Bosskampf überhaupt gar nicht, weil wir können ja das Dach nie erreichen. Was zum Teufel? Wir können ja das Dach nie erreichen im Prinzip, weil es halt eben der endlose Modus ist. Aber alle fünf Etagen gibt es halt eben immer einen Bosskampf gegen einen besonderen Geist. Und den werde ich euch jetzt dann gleich noch zeigen. Also dann werde ich jetzt doch erstmal wieder kurz nicht über die restlichen Infos noch reden, die ich euch noch sagen will, sondern erstmal noch über den Bosskampf selber, weil das ein bisschen was Besonderes ist oder so. Aber erstmal die roten Münzen wieder einsammeln. Wie gesagt, also in der sechsten Etage oder kurz vor der sechsten Etage, da werde ich euch dann noch genau sagen, wie es mit den Zeiten ganz genau ablaufen wird, weil ich mir da nämlich eine Regelung überlegt habe, wie ich das genau machen will. So. Puh, ich muss wieder sehr viel reden in dem Part, ist wieder sehr anstrengend für mich. Aber geht schon. Okay, wir kriegen erstmal wieder einen Bonus. Und zwar, was Gutes bitte. Ach komm, was will ich denn mit dem Ding von dem Boss? Was zum Teufel? Bei dem Boss ist halt der dreifache Schreckweg echt richtig cool. Oder auch der Herzenschreckweg ist auch ganz okay. Aber vor allem der dreifache ist richtig episch. Aber naja. Auf jeden Fall, finde und besiege den Obergeist. So, also jede fünfte Etage, wenn sie nicht das Dach darstellt, also auch wenn er 10 oder 25 Etage spielt, wird hier so ablaufen, dass es insgesamt nur 4 Räume gibt. Das ist immer so. Ich glaube, die sind auch immer in einem Quadrat angeordnet. Ja, oh, nein, sind sie nicht. Sie sind immer nicht immer in einem Quadrat angeordnet. Aber es sind auf jeden Fall immer nur 4 Räume, nicht mehr. Einer von denen ist dunkel und da muss ich dann halt irgendein Objekt finden, das wackelt. Ich bin gerade blind. Ne, die Vase wackelt nicht. Ist auf jeden Fall, ist es nie ein unsichtbares Objekt, glaube ich. Ist immer ein sichtbares. Du wackelst aber auch nicht. Der Schrank wackelt. Okay, sehr schön. Obergeist gefunden. Und zwar ist es der hier, der aber ein bisschen anders aussieht. Der sieht nämlich aus wie ein Tiger. So irgendwie. Also er hat Tigerstreifen an sich. Und es wird hier, und das Interessante ist, dass er jetzt ein Schutzschild um sich rum hat. Und dieses Schutzschild muss ich erstmal zerbrechen, bevor ich ihn angreifen kann. Erst jetzt kann ich ihm nämlich Schaden machen und seine 600 Leben, ihr habt richtig gesehen, 600 Leben nach unten ziehen langsam. Also der Bosskampf ist auch sehr schwierig. Vielleicht werde ich sogar den gar nicht schaffen. Das kann sogar sein, weil ich habe jetzt schon eine Minute verbraten und dem noch jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht so irgendwie, ne? Also der Kampf, ja, der Kampf ist echt ultra schwierig und ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das hinkriegen werde. So, und alle fünf Etagen kommt eben hier immer so ein Bosskampf gegen einen von diesen normalen Geistern, aber in einer verstärkten Version. Also wir hätten auch einen normalen Grünling treffen können, oder wir hätten auch einen von den fetten Geistern treffen, oder ja doch, hätten wir einen von den fetten Geistern auch treffen können, oder einen von den Schleichern, also von denen, die sich anschleimen und einen erschrecken wollen, oder einen von diesen ekligen Schleimgeistern, die immer am Boden sind und einen da nerven. Ich glaube, es sind alle, die da erscheinen können. Also diese Pinselgeister da, die immer aus Objekten rauskommen können, die sich da immer verstecken und dann mit Sachen nach einem werfen, die können hier nicht als Bosse auftreten. Aber alle anderen fünf, also fünf sind es insgesamt, die ich gerade aufgezählt habe, die können hier auftreten, aber eben in einer verstärkten Version. Und der starke Typ hier, gegen den wir jetzt gerade kämpfen, der hat eben immer als besonderes Merkmal, dass er ein Schutzschild um sich rum hat, jedes Mal, wenn man wieder von ihm ablässt, den man erst wieder neu zerstören muss, bevor man ihm sein Leben wieder weiterhin abziehen kann. Außerdem kann er, während er gerade am eingesogen werden ist, ja, als während man ihn halt gerade einsaugt, das wollte ich damit sagen, beschwert er auch diese kleinen Fliegenviecher, die einen natürlich auch extrem, die einen natürlich auch extrem nerven sollen. Also der hier ist tatsächlich, glaube ich, sogar der stärkste, finde ich, von allen. Und jeder von denen hat eben eine, hat eben eine Besonderheit, die ich euch noch kurz hier vielleicht erläutern will, wenn ich das auswendig weiß. Der Grünling, also der ganz normale, wenn der hier auftritt, der tritt immer zu zweit auf, also der ist immer mit einem Partner zusammen, also man muss da zwei von denen dann halt gleichzeitig bekämpfen. Und die Besonderheit an denen ist, dass sie, glaube ich, immer Bomben mit sich schleppen, die sie halt vor ihr Gesicht halten zum Schutz. Und wenn man ihn aber einsaugen will, lässt er die Bombe fallen und die explodiert halt dann, da muss man noch zusätzlich drauf aufpassen, dass man von der nicht erwischt wird. Dann zu dem Schleicher, der tritt, glaube ich, auch immer in einer Doppelkombination auf. Also da muss man auch immer zwei von denen besiegen auf so einer Fünfer-Etage, was das Ganze auch nicht gerade sehr viel einfacher macht. Des Weiteren werden auch noch auf dem Boden solche komischen Wirbel erscheinen. Und sollte man in einen von diesen Wirbel reingeraten, wird man wieder zufällig in einen anderen Raum zurückgesetzt und muss halt wieder den weiten Weg zurücklaufen, was natürlich sehr nervig ist und auch ordentlich auf die Zeit gehen kann. Da muss man also auch auf jeden Fall, apropos Zeit, es wird gerade sehr eng übrigens, da muss man also auch dann sehr gut aufpassen. Dann noch zu dem fetten Geist. Der hat als Besonderheit, also er kann immer noch nur stehen, er kann sich nicht bewegen, aber der kotzt jetzt keine ekligen Kotzflecken mehr halt aus, sondern er kotzt die kleinen Versionen von den Schleimgeistern aus, die halt dann auf dem Boden sind und einen da halt auch noch extrem nerven werden. Also der hat es dann tatsächlich auch ziemlich drauf. Da muss man dann sehr gut aufpassen, dass man da nicht zu häufig reingerät und dann von denen getroffen wird. Also der ist auch nicht schlecht, aber diese Zwischenbossgeister hier auf den fünften Etagen sind alle nicht schlecht. Also die haben alle wirklich sehr, sehr gute Fähigkeiten oder Attacken bekommen, muss ich sagen. Und das macht das Ganze echt nicht sehr einfach, finde ich. Aber ist auch gut so.
Okay, dann noch zur letzten Geisterart. Was fehlt mir jetzt noch? Was fehlt mir jetzt noch? Was habe ich noch nicht genannt? Ich habe alle genannt. Passt schon. Das ist der Starke hier, dann der Grünling, der ganz normale, dann noch der Fette, dann der Schleicher und dann noch der... Oder nee, warte mal, irgendeiner fehlt mir doch, oder bin ich jetzt doof? Ich habe das Gefühl, irgendeiner fehlt mir. Der Schleicher, der Grünling, der Starke, der Fette und der... Ich bin gerade zu blöd, mich zu erinnern, ob mir jetzt noch einer fehlt oder nicht. Ach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, all diese Bossgeister haben immer irgendwas. Ja, doch, genau richtig. Jetzt fällt mir wieder ein. Genau, der Große von den Schleimis. Gegen den muss man dann auch einmal kämpfen. Und der hat als Besonderheit, dass er auch während er eingesogen wird, genauso wie der Fette, auch kleinere von seinen Schleimis, also seine Kinder quasi, nach draußen hauen kann. Auf die man dann sehr gut aufpassen muss. Und ich merke gerade, wir werden den Kampf nicht schaffen. Denn das hinzukriegen alleine, ohne ein Schreckweg-Upgrade, ist, wie ihr sehen könnt, sehr schwierig. Also der Endlosmodus alleine zu schaffen und da irgendwas Brauchbares hinzukriegen, ist echt nicht einfach. Also ich werde jetzt hier versagen tatsächlich. Wenn ich jetzt den Typen einsaugen würde, wenn ich das schaffen würde, die Etage, wird es halt weitergehen mit der 6. und so weiter und so fort. Und der Typ würde dann eben auch in den Git-Speicher landen. Und das Problem ist eben, dass es von diesen Geistern, die so besonders aussehen, sehr viele gibt. Und die muss man halt auch alle kriegen für 100%. Und ich habe jetzt wieder mal versagt hier im Endlos-Modus. Aber ist nicht so schlimm, weil ich wollte euch den ja eh nur mal kurz zeigen. Aber das ist wirklich sehr schwierig. Also, da muss man eigentlich fast Glück haben und ein Schreckweg-Upgrade kriegen, das einem auch was bringt. Und nicht nur eine Düsterbrille. Und ansonsten hat man ja echt sehr wenig Chancen. Also bei meinem anderen Spielstand ist mein Etagenrekord alleine im Endlos-Modus, glaube ich, 17 oder irgendwie sowas. Also man kann es schon einigermaßen weit schaffen tatsächlich. Aber es wird trotzdem später wird schon wirklich sehr, sehr schwierig werden. Also der Endlos-Modus, der hat es echt in sich, muss ich sagen. Aber ist ja auch gut so. Okay, nee, ich will keine Runde mehr spielen. Das kann ich euch sogar vielleicht jetzt gleich noch schnell mal zeigen, was bei meinem anderen Spielstand da der... Oder will ich das euch das beim nächsten... Nee, das zeige ich euch erst beim nächsten Mal. Okay. So, und was ich euch ja auch noch erzählen wollte, wie jetzt genau die Zeiten sind, wann ich morgen dann aufnehmen werde. Und zwar, also wie gesagt, ich werde immer zur vollen Stunde aufnehmen, beginnend mit 14 Uhr. Und ich werde so oft aufnehmen, wie die Anzahl von euch ist, von den Leuten, die einen Freundescode geschrieben haben, geteilt durch 3 und das Ganze werde ich dann abrunden. So, hat sich jetzt mega kompliziert angehört. Im Klartext heißt das, angenommen, also von vielen von euch habe ich ja schon den Freundescode, angenommen 3 weitere schreiben mir noch ihren Freundescode in die Kommentare. Das heißt, dass ich dann insgesamt 2-mal aufnehmen werde. Also, ihr könnt euch vorstellen, ich teile halt die Zahl, im Prinzip da die gesamte Anzahl durch 3 und runde das Ganze dann halt ab. Also in diesem Fall, 7 geteilt durch 3 ist 2,33, abgerundet ist es 2. Das heißt, ich werde 2-mal aufnehmen, dann also um 14 Uhr und um 15 Uhr. Was wiederum bedeutet, also angenommen 7 von euch wollen dann insgesamt mitmachen und ich nehme aber nur 2-mal auf, das bedeutet dann, dass dann einer von euch da leider die Arschkarte hat und dann nicht mitmachen darf. Das habe ich leider auch so gemacht, dass da vielleicht einige von euch da nicht mitmachen können, obwohl sie vielleicht mitmachen wollen. Aus dem Grund, weil wenn ich 3-mal aufnehmen würde, dann wäre das Problem, dass dann einer von euch alleine mit mir spielen könnte, was aus mehreren Gründen doof wäre. Einerseits, weil er alleine mit mir spielen dürfte und weil das ungerecht wäre im Vergleich zu den anderen. Und außerdem wäre es auch ungerecht für uns beide irgendwie, weil wir müssten dann auf Extrem spielen und das würden wir zu zweit gar nicht schaffen und würden dann sofort sterben und das wäre eine Katastrophe. Deswegen wäre das auch doof. Deswegen, angenommen 7 von euch sind es insgesamt, dann werde ich nur 2-mal spielen. Angenommen es sind 8 insgesamt, werde ich auch nur 2-mal spielen. Angenommen es sind 9 insgesamt, die mitmachen wollen, mir ihren Freundescode schreiben, dann werde ich 3-mal aufnehmen. Weil 9 geteilt durch 3 ist ja 3, das geht wunderbar auf, dann werde ich eben 3-mal aufnehmen. Also dann um 14, 15 und 16 Uhr. Wenn sogar 12 oder mehr sich finden, dann werde ich um 14, 15, 16 und 17 Uhr aufnehmen. Wenn sich nur 5 Leute von euch finden, dann werde ich nur um 14 Uhr aufnehmen, also nur ein einziges Mal. Und dann müsst ihr da eben reinkommen und dann eben Glück haben. Also ihr müsst auch versuchen, schnell zu sein, dass ihr das dann auch wirklich hinkriegen könnt. Es ist natürlich auch so, dass jeder von euch nur einmal an den Tag mitmachen darf. Also wenn einer schon in der 14 Uhr Runde dabei war, darf er nicht nochmal in der 15 Uhr Runde mitmachen. Das sollte auch selbstverständlich sein. Und das Ganze lasse ich laufen quasi bis morgen Mittag um 12 Uhr, also da werde ich dann, also das ist quasi dann die Deadline, bis dahin müsst ihr mir eure Freundescodes geschickt haben und ich muss die dann registriert haben und ihr müsst meinen registriert haben, damit das dann alles da hinhaut, danach wird es dann nicht mehr funktionieren, tut mir leid, aber ich muss halt auch so eine Deadline da setzen. Und auch noch eine andere Sache, ich mache das Ganze viel zu kompliziert, ich könnte es viel einfacher sagen, ja, aber ich will trotzdem, dass alles sehr ganz geregelt ist. Wenn ich um 5 Minuten nach einer vollen Stunde noch nicht die volle Teilnehmeranzahl gefunden habe, werde ich das Ganze auch dann abbrechen. So, das heißt jetzt, angenommen 6 Leute von euch wollen mitmachen.
Dann nehme ich um 14 Uhr auf und drei kommen direkt rein in meinen Raum und passt. Also übrigens, das Raum erstellen kann ich auch mal kurz zeigen. Also ich werde halt hier auf online gehen und dann eben einen Raum erstellen. Und ihr müsst halt dem dann joinen. Das sollte ja, glaube ich, machbar sein, weil man kann hier, glaube ich, oder, ja, warte mal. Man kann doch auch nach Freunden suchen, glaube ich, oder? Genau. Ich kann nur einen für Freunde erstellen, richtig? Und dann kann ich da halt einen erstellen, behaupte ich mal. Moment. Genau, Spiel erstellen. Dann erstelle ich das halt, mach okay und ihr joint dann eben in diesem Raum. Also dürfte eigentlich alles ganz machbar sein. Und wie gesagt, angenommen, es finden sich 6 Leute, die mitmachen wollen. Und in der 14-Uhr-Runde passt alles. Alle drei kommen sofort rein. Wir spielen 20 Minuten, eine halbe Stunde oder sowas, keine Ahnung. Dann um 15 Uhr nehme ich ja nochmal auf, weil 6 Leute sind es insgesamt. Das heißt, ich nehme zweimal auf, ne? Habt ihr verstanden mittlerweile, glaube ich. Aber da ist es dann so, dass sich da nur 2 Leute finden, weil der 6., der eigentlich auch gesagt hat, dass er mitmachen wollte, weil dem irgendwas dazwischen gekommen ist oder sowas oder irgendwas nicht funktioniert. Und da finden sich dann eben nur 2 Leute, die in dem Raum sind. Und wir warten dann ewig lang auf den 4. Und es kommt aber keiner. Und wenn ich da 5 Minuten oder länger warten muss, sprich, wenn es dann 15:05 Uhr oder später ist, dann werde ich den Raum auch wieder verlassen und das Ganze wird dann abgebrochen sein. Das tut mir dann sehr, sehr leid für die beiden anderen dann in diesem Fall, die dann eigentlich mitmachen wollten, aber aufgrund des Letzten, der dann da nicht rechtzeitig mehr es geschafft hat oder so, dass sie dann deswegen nicht mehr mitmachen können. Das tut mir dann leid deswegen, aber ich muss das leider so machen, weil ansonsten das eben aus den gerade erwähnten Gründen doof wäre, weil es unfair wäre, weil die dann mit weniger Leuten mit mir spielen dürften, aber es wäre auch unfair, weil wir eben weniger wären und deswegen dann das auf Extrem wahrscheinlich gar nicht schaffen würden. So, habe ich das jetzt hier alles erzählt? Ich habe es viel zu kompliziert gemacht wieder mal, ich weiß, aber ich will es immer ganz, ganz gestrickt und geregelt machen, leider. Also ich werde nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich jetzt gerade eben alles gesagt habe. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, einfach nochmal in die Kommentare schreiben. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, was ihr euch eigentlich nur merken müsst. Morgen am Samstag, am 14. November, werde ich mit euch gemeinsam aufnehmen. Ihr schreibt mir jetzt euren Freundescode in die Kommentare, wenn ihr da Zeit habt. Ihr registriert dann auch meinen, den ihr gerade eben an dem Bildschirm gesehen habt. Ich werde um 14, also ich werde immer zur vollen Stunde aufnehmen, angefangen mit 14 Uhr, je nachdem, wie viele sich halt da finden, so ungefähr. Und von 4 Leuten habe ich den Freundescode eben schon, Simon Gasser, Typman, Berg Aydogan und Laurento. Ihr könnt mir, also ihr müsst mir auch nochmal schreiben, ob ihr morgen dann auch wirklich Zeit habt oder ob ich euch dann durchstreichen soll, dass ihr eben keine Zeit habt. Und wir werden 10 Stockwerke spielen, Jäger, Extrem. Ja, das war eigentlich so, das ist das Wichtigste nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Was ich jetzt gerade eben alles erzählt habe, war viel zu kompliziert, hat eh niemand verstanden, aber das war eigentlich auch eher nur so für mich, dass ihr eben genau wisst, wie das alles abläuft. Weil nicht, dass ihr euch dann wundert, hä, warum verlässt er jetzt den Raum plötzlich, obwohl doch eigentlich 2 Leute da sind oder so. Das liegt dann eben vielleicht daran, dass es halt dann schon 15:05 Uhr ist oder sowas und ich dann das eben abbrechen werde, weil ich euch eben 5 Minuten Zeit gebe, dass sich 3 Leute in dem Raum finden. Also wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, dann seid früh dran und versucht es am besten schon um 14 Uhr. Also ich werde auch schauen, dass ich um Punkt 14 Uhr und Punkt 15 Uhr den Raum eröffne und so weiter. Und wenn es halt um 14 Uhr nicht geklappt und ihr zu langsam wart, dann schaut um 15 Uhr nochmal vorbei und da wird es dann hoffentlich schon alles klappen. Gut. Habe ich das alles erzählt? Wie gesagt, ich habe es viel zu kompliziert gemacht, ist leider so, tut mir leid, aber so bin ich nun mal. Ich will, wie gesagt, dass es alles ganz geregelt abläuft, auch wenn ich dann jedes kleine Detail noch irgendwie klären muss, also was auch teilweise viel zu sehr ins Detail geht. Ist leider so, aber ich hoffe, ihr habt jetzt alles einigermaßen verstanden. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare damit. Gut, Leute, das war es aber für diesen Part von Let's Play Luigi's Mansion 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn dann morgen Abend erstmal noch die Splatoon, also ein weiterer Splatoon-Part halt kommen wird. Übermorgen dann eben noch die 100% von Luigi's Mansion 2, die ich euch zeigen werde, also die letzte Bonusmission und eben die 100% im Geistergehege und dann ab Montag eben die Kämpfe mit euch hochgeladen werden, je nachdem wie viele das eben sind, habe ich ja gerade eben gesagt. Wenn 7 von euch sich insgesamt finden, dann wird es 2 Kämpfe insgesamt geben, sprich Montag und Dienstag werden die dann hochgeladen. Wenn sich 10 von euch finden, wird es sogar 3 Kämpfe geben, wenn sich nur 5 von euch finden, wird es sogar nur einen Kampf geben. Also je nachdem wie viele von euch da eben dann mitmachen wollen, wir in Freundescoin schreiben und eben morgen dann Zeit haben. Gut, okay. Also dann, Leute, ich bin ganz aus der Puste. Dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.